Der beste Burger der Welt schmeckt allenfalls mittelmäßig, wenn er auf einem schlechten Burgerbun serviert wird. Ich backe meine Burgerbuns seit mehreren Jahren nur noch selbst und habe mir mittlerweile ein Rezept zusammengestellt, von dem ich sagen kann, das sind meine ganz persönlichen Lieblingsburgerbuns. Die gibt's zu meinen Burgern und genau dieses Rezept will ich heute mit euch teilen. Das Ganze in einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung und mit Zutaten, die man normalerweise zu Hause hat. Was ihr dazu braucht, wie man die Burgerbuns herstellt und was man tun muss, damit sie am Ende so aussehen, erfahrt ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu gar.tv. Für meine Burgerbuns braucht ihr Weizenmehl. Und zwar muss das kein 550er sein, es tut das ganz normale 405er auch. Aber natürlich funktioniert das Rezept auch mit 550er, 1050er Teilauszugmehl oder sogar mit Weizenvollkornmehl. Dann brauchen wir noch braunen Rohrzucker, Salz, frische Hefe, Vollmilch mit einem Fettgehalt von mindestens 3,5%, etwas Sonnenblumenöl, Eier und Sesam zum Bestreuen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Wir beginnen mit dem Anfüttern der Hefe, die mag eine leichte Wärme und Zucker. Das heißt, wir geben jetzt mal die Milch in ein Kochgefäß und erhitzen sie erstmal leicht. Achten aber darauf, dass die Milch nicht wärmer wird als 37 Grad, denn dann würde die Hefe kaputt gehen und das wollen wir natürlich vermeiden. Während des Erhitzens geben wir den Zucker dazu. Und verrühren den, sodass er sich schön in der Milch auflöst. Wenn die Milch auf die 37 Grad zugeht, nicht vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Wer sich mit der Temperatur nicht sicher ist, kann hier einfach so einen Grillthermometer verwenden. Als nächstes zerbröseln wir die Hefe zwischen den Fingern, so wie hier zu sehen, und geben sie in die erwärmte Milch. Dann rühren wir die Hefe noch ein bisschen ein, schauen, dass sie sich mit der Milch verbindet und lassen das Ganze dann für ungefähr 10 Minuten stehen. Als nächstes füllen wir uns das Mehl direkt in die Rührschüssel der Küchenmaschine ab. Wenn ihr den Teig mit der Hand kneten wollt, dann entsprechend in die Schüssel, die ihr dafür verwenden wollt. Jetzt geben wir das Salz dazu und verrühren das mit dem Mehl. Einerseits, damit sich das Salz gleichmäßig im Mehl verteilt. Andererseits aber auch, damit das Salz nachher nicht in voller Konzentration auf die Hefe trifft. Salz und Hefe vertragen sich nicht besonders und man achtet ja eigentlich bei jedem Hefeteig darauf, dass man das Salz und die Hefe möglichst lange voneinander trennt. Nun kommt noch das Öl und das Ei dazu, beziehungsweise in dem Fall die Eier. Ich habe für das Rezept einmal eine kleine Menge für 5 Buns und einmal eine große für 10. Heute machen wir 10 Buns, daher 2 Eier. Im Rezept findet ihr jeweils die Zutatenmengen für beide Varianten. Die Hefe hat hier schon schön angefangen zu arbeiten. Wir geben jetzt die Milch mit dem Zucker und der Hefe zu den anderen Zutaten dazu. Und beginnen dann alles erstmal auf kleinster Stufe zu vermischen, um zu sehen, ob die Konsistenz vom Teig so passt. Wenn der Teig dann so aussieht und wir mit der Konsistenz zufrieden sind, dann können wir mit dem eigentlichen Kneten beginnen. Das Kneten sollte mindestens 10 Minuten dauern, denn so lange braucht es, bis sich im Mehl die Klebereiweiße bilden, die wir brauchen, damit der Teig nachher schön geschmeidig wird und wir ihn gut weiterverarbeiten können. Nach gut 10 Minuten Kneten sieht unser Teig so aus und genau so wollen wir ihn haben. Wir führen den Teig jetzt in der Schüssel ein bisschen zusammen und lassen ihn dann zugedeckt an einem warmen Ort für eine halbe Stunde gehen. Eine halbe Stunde später ist unser Teig ordentlich aufgegangen. Wir geben ihn jetzt vorsichtig aus der Schüssel auf die bemehlte Arbeitsfläche.
und teilen ihn uns als nächstes in gleich große Teiglinge auf, damit die Burger Buns am Ende auch gleich groß werden. Die große Teigmenge, die ihr hier sehen könnt, wiegt ungefähr 1100 Gramm, die kleine dementsprechend 550, sodass wir uns hier Teiglinge von ungefähr 110 Gramm abstechen. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Schritt, nämlich das Schleifen der Teiglinge. Dadurch erreichen wir, dass wir am Ende hier nicht nur ein paar unstrukturierte Teighaufen haben, sondern schön geformte Brötchen, schöne Buns mit glatter Oberfläche. Dazu nehmen wir uns einen Teigling, drücken den in der Hand ein bisschen platt, ziehen uns dann die Enden nach innen, legen ihn dann auf die Arbeitsfläche und drehen ihn immer so in der leicht hohlen Hand. Wenn ihr das richtig macht, dreht sich der Teigling, so wie ihr hier sehen könnt, gegenläufig zur Hand. Die Seiten werden dadurch so ein bisschen unter den Teigling geschoben und der Teigling erhält eine schöne Oberflächenspannung. Auf der Unterseite bildet sich dann der sogenannte Schluss, der sollte ungefähr so aussehen. Das machen wir jetzt mit allen Teiglingen, legen sie dann direkt nach dem Schleifen mit dem Schluss nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und lassen sie dort, auch wieder zugedeckt, nochmal eine halbe Stunde gehen. Währenddessen heizen wir schon mal den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und kurz vor Ende der Gehzeit verquirlen wir ein Eigelb mit 3 Esslöffeln Milch, mit dem wir dann die Buns vor dem Backen gleich einstreichen werden. Nach einer halben Stunde sind unsere Buns schön aufgegangen. Wir bestreichen sie jetzt mit der Eigelb-Milchmischung. Streuen dann noch die Sesamkörner drüber, geben das Blech in den Backofen und lassen die Buns bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 16 bis 18 Minuten backen. So, und wenn eure Buns nach 16 Minuten so aussehen, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann sind sie fertig. Sollten sie euch noch zu hell vorkommen, dann lasst sie ruhig noch bis 18 Minuten drin. Aber so sollten sie jedenfalls am Ende aussehen. Und ich finde, allein schon für diesen Anblick lohnt sich das Selberbacken definitiv. Jetzt lassen wir die Burger Buns erstmal abkühlen. Und die braucht man dann, damit sie fluffig werden, auch nicht in eine Plastiktüte tun oder was ich da sonst manchmal so sehe. Einfach so, wie sie sind, abkühlen lassen und ihr habt dann richtig schöne, fluffige Burger Buns mit einer Krume, die auch nichts mehr zu wünschen übrig lässt. Falls ihr bis jetzt Burger Buns noch nie selber gebacken habt, dann kann ich euch wirklich nur ermuntern, probiert das mal aus. Es ist wirklich nicht schwer und wenn ihr das beachtet, was ich euch in dem Video gesagt habe, dann sollten euch die Buns auch gelingen und ich verspreche euch, eure Gäste werden beeindruckt sein. Die Buns lassen sich übrigens auch wunderbar einfrieren. Ihr braucht also nicht jedes Mal, wenn ihr mal schnell Burger machen wollt, erst Buns backen. Macht, wenn ihr welche backt, einfach ein paar mehr, friert die ein. Ihr braucht sie dann nur aus dem Tiefkühlschrank nehmen, ein bisschen auftauen lassen und habt dann immer schnell und unkompliziert die Grundlage für solche Burger hier. Und diese Bilder sprechen doch eindeutig für sich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.